vor dem Training ist nach dem Training. Und ja, deswegen, liebe Sportfreunde, bereite ich mir vor dem Training schon einen Shake für danach vor. Ein 1:1 Isoway Deluxe. Das ist einfach 50-50 Konzentrat Isolat. Ihr wisst ja, Isolat ist in der Regel besser aufzunehmen. Weniger Fette drehen, weniger Zusatzstoff und Zucker, ist in der Regel auch teurer. Dann noch Wachsmalstärke, 50 Gramm in den Shake, in den Post-Workout-Shake. Wieso Wachsmalstärke, fragt sich der eine oder andere. Hat einen hohen glykämischen Index von 95, heißt, geht gut rein, der Insulin steigt an und der Glykogen wird schneller wieder aufgefüllt und außerdem die anderen Sachen noch besser aufgenommen. Deswegen Wachsmalstärke ist recht günstig, ihr könnt aber auch Maltodextrin oder sowas nehmen. Einfach ein schnelles Kohlenhydrat oder Stärke. Und dann einfach noch Monohydrat. 5 Gramm in der Regel. Ich mache mir mal 8 bis 10 Gramm rein, weil immer so ein bisschen unten im Becher hängen bleibt. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Sicher ist sicher. 5 Gramm am Tag, das reicht. Ob ihr das nach dem Training nehmt, vor dem Training, nachts oder irgendwie euch damit die Zähne putzt, scheißegal. Die 5 Gramm am Tag ist so ein bisschen Kopfsache, Gewohnheit. Ich mache es einfach gerne nach dem Training in den Post-Workout-Shake. 5 Gramm und gut ist, würde ich mal sagen. Da bin ich am High Five Gym, liebe Sportfreunde, das ist das Gym, wo ich mit dem Johannes mal zusammen trainiere. Das ist nämlich genau auf der Mitte von Lichtenberg und Kreuzberg, wo wir wohnen, nämlich in Mitte. Heute machen wir ein bisschen Mobility und vor allem geht es ein bisschen um meinen Trainingsplan. Ich habe ja mal einen Vierer-Split jetzt 3 Monate gemacht und ich habe gemerkt, die Regeneration ist zu gut. Ich brauche ein bisschen mehr Action und dementsprechend wollen wir ein bisschen umstellen, bequatschen das heute mal, ob ich doch wieder auf einen Dreier-Split eingehe. Ich denke, ich habe zu wenig Frequenz momentan in den Vierer-Split, muss ein bisschen mehr reinhauen, dass ich ein bisschen mehr Erschöpfung habe und dementsprechend ein bisschen mehr Progression. Und ich gehe mal da rein, bin mal gespannt, was ich heute mit dem Johannes da diesbezüglich bequatsche. Und Mobility, Beintraining, wie immer, kennt er doch, ne? Dann geht es hier um die Wirbelsäulenmobilität, also im unteren Bereich, im LWS-Bereich vor allem um die Hüfte, wo ich der steifeste Sack aller Zeiten bin. Und das machen wir hier mit den lukarischen Ballettübungen. Mobilität macht man eigentlich vorm Training und so richtig stretchig eher danach, weil die Muskulatur dadurch ein bisschen ermüdet und regeneriert, ne? Aber Mobility vorher, dass man einfach auch in die Bewegung kommt, das ist ja mein großes Problem. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Genau, hier fehlt mir immer noch so ein leichter Zentimeter in der Schambeinaktivierung, da habe ich mal Probleme mit. Ich mache dir hier ein bisschen das Becken vorne kippt. So, ne? Also man könnte das auch anders machen. Das ist hier diese Bewegung. Ja. Das Becken zu repositionieren. Ja? Oder einfach mal zustoßen. Zeig uns mal, wie diese Bewegung geht. Es geht dann, also hier. Achtung. Hier müsst ihr aktivieren. Ja, Arschbacken hinten zusammen. Sehr schön. Und es ist nicht, die Stoßen ist eigentlich nur so ein kleiner Schwinger. Ist das. Und jetzt noch 10. Weiter. 2, gleich wieder runter. Come on, 30. Und weiter. 4, push. Und weiter, komm. 5, schub. Und nochmal 5. Nicht zu kurz werden. 1, nicht zu kurz werden. 2, ruhig. 3, 2 noch. Komm, komm, komm. 1, push. Und die letzte, komm hinterher. Komm, komm, komm. Schieß. Jawohl, gut. Langsam. Auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall noch ein Buttfoto machen, wie ich meinen Hintern irgendwie in die klassische Frauenpose. So ein Ding muss ich unbedingt haben, auf jeden Fall. Die ganzen Frauen, die kriegen einfach mehr Klicks wegen ihren Ärschen. Und wir haben einfach überlegt, wir haben auch einen recht schönen Arsch, wir zeigen den einfach zu selten. Ja, so, wir machen das auch. Ganz einfach. Oder zufällig bei den Kniebeugen immer so die Perspektive von unten hoch. Johannes, mach das mal. Ein typisches Instagram-Girlie. Warte, erstmal muss ich so machen. Da müsstest du jetzt noch rüber, kannst du bitte mal zur Seite zu mir gucken? Kannst du doch, das ist dein Gesicht. Oh, das ist aber nicht gut für die Wirbelsäule. Nein, es ist aber egal, Hauptsache Klicks. Nach dem Training, Schepperschale, das Allerwichtigste. Johannes wartet schon ganz geduldig, ich musste mir noch telefonieren. Das ist so der Standardladen, wo ich fast jeden Tag eine Mahlzeit zu mir nehme, da gibt es alles. Ne? Ja, kannst du hier auswählen, das ist wie in den USA, gibt es ja diese Chipotle. Oder hier gibt es das heißt, besser. Hier gibt es Sweet Potato Fries. Hier gibt es alles. Sind die paniert?
Die sind frittiert vor allem. Essen steht bereit und Johannes hat schon mal hier gut zugelangt. Was ist das denn da Leckeres am Start? Ich habe alles. Alles und viel. Gut aus. Ich glaube, ich sah so verhungert aus. Ich habe mir nochmal extra Schüsselchen gegeben, ne? Ich habe jetzt hier, was mein Ding ist, so Hummus. Kichererbsenpüree, das ist nochmal gute Fette. Richtig gut, richtig gut. Wenn jemand so irgendwas zum Dippen braucht und sonst immer Mayonnaise und so ein Mist oder Ketchup, ja, nimmt, gut, stimmt. Nehmt euch Hummus, eine richtig gute Alternative. Dann habe ich ein bisschen Hähnchenbeef, Tomaten, so spanischen Reis, ich glaube, das ist mit Kurkuma. Und der Knaller ganz neu, Snapple. Ja, zuckerfrei, nur 10 Kalorien. Gibt es einmal hier mit Zitrone, das habe ich. Johannes eher, das ist eher so die Pfirsich, ne? Mhm. Und wir lassen uns das jetzt mal gut gehen. Ihr wisst ja, innerhalb von einer halben Stunde am Training muss reingehen, sonst ist vorbei, ne? Und das macht die Schepperschale jetzt hier, läuft. Johannes versucht hier gerade einzuparken. Mal sehen, ob er das drauf hat. Mit seiner kleinen Knutschkugel. Mit einem Zug hier. Bei mir ist mal ganz schlimm. Wenn ihr in Berlin seid, so mit dem Auto unterwegs oder gerade Kreuzberg, könnt ihr knicken. Da bin ich immer froh, dass ich so eine schön kleine Karre habe. Da wäre ein Smart eigentlich noch geiler. Ja, ist ja. Gut. Ja, wir wollen noch einen Livestream machen auf Facebook. Ne? Business as usual, oder wie man auch immer sagt. Und ja. Ihr wollt ja Fragen beantwortet haben und dafür sind wir da. Vor allem bei dem Wetter, war ist eine richtig gute Idee. Ich glaube, wir sind gerade alle am See und wir denken, wir machen einen Livestream. Auch an See ey, eigentlich, oder? So, Sportfreunde, wir haben uns hier nochmal bei mir kurz eingefunden. Wir haben nicht hier gerade noch einen Livestream auf Facebook rausgehauen. Und jetzt am Ende nochmal kurz die Frage, Johannes, was müssen wir bei meinem Training nochmal umstellen? Ich habe jetzt knapp 3 Monate einen Vierer-Split gefahren. Ich glaube, von der Progression war es ganz in Ordnung, ja, oder? Ja, ganz gut. Kann man sagen, was muss denn jetzt verändert werden? Ich habe dir dazu geraten, die Frequenz hochzufahren. Wir haben eine relativ niedrige Frequenz gehabt bei dem Vierer-Split. Gerade wenn man schon ein bisschen fortgeschrittener ist. Und wir dürfen nicht vergessen, der Glocki trainiert ja schon ein paar Jährchen. Ja, und da nochmal das nötige etwas rauszukitzeln, bedarf einfach eine Erhöhung des Volumens mitunter auch oder der Intensität. An der Intensität kann man nicht so viel machen, weil du auch nicht so ganz fit bist. Ja, der Rücken. Insofern werden wir da ein bisschen was über das Volumen regeln und einfach die Gesamtlast tatsächlich pro Woche erhöhen. Ist ja auch sinnig, so in Abständen von allen 12 Wochen grundlegend jetzt verallgemeinern schon fast einfach das Training ein bisschen zu verändern. Ja. Gut, ganz unabhängig von meinem Training, auch nochmal ein Tipp für euch so, wenn ihr irgendwie auch ein bisschen Zielsetzung habt in eurem Training, versucht alle 3 Monate ein bisschen diese Muskeladaption aufzubrechen, ja, also diese Anpassung, die Muskulatur, die passt sich halt nach einer gewissen Zeit wirklich an genau. Eine gewisse Belastung an. Für die ist es dann einfach keine Anstrengung mehr. Die macht das dann, weil es normal ist. Wenn sie mit Adaption bedeutet immer Stillstand. Ja. Ja. Das ist halt das Ding. Deswegen muss man versuchen, dann irgendwie sich einen anderen Weg zu gehen. Man kann improvisieren, von Einheit zu Einheit ein bisschen verändern. Aber man kann auch eigentlich schon ein bisschen so sagen, okay, man setzt sich nach 12 Wochen circa, also nach 3 Monaten, so einen Punkt, wo man ein bisschen was verändert. Von der Intensität oder von der Methodik. Ne? Und das machen wir jetzt bei mir genauso. Vor allem für mich ist es wichtig, weil gerade im Fortgeschrittenen es noch schwieriger ist, da wieder eine gewisse Progression reinzukriegen, um da voranzukommen. Dementsprechend ist es bei mir eigentlich fast unerlässlich, jetzt das nicht zu ändern, weil es eigentlich, ne, das funktioniert dann halt auch nicht mehr. Ne? Also jetzt läuft es auf einen Zweier-Split. Also Uka. Das ist so ein bisschen dann, das Gorilla-Training. Ja. Bei dir wird es aber noch ein Dreier-Split werden. Ich finde, das macht ein bisschen weich das Licht. Ja. Oder das liegt gar nicht am Licht. Du sitzt ein bisschen nach vorne weich. Versetzt und weiter, also dann wirklich hier wie so ein kleiner Schlumpf in der Ecke. Ja, und von der Zielsetzung, Johannes, ich bin ja bei 87 Kilo. Ja. So 90 hatten wir ja eigentlich bis Ende des Jahres ein bisschen so angepeilt. Ich bin im Moment bin ich mehr als zufrieden. Du bist nicht ultra fett geworden, hast ein bisschen Wasser gespeichert. Du machst deine Hausaufgaben, du isst auf jeden Fall ordentlich. Wenn ich dabei bin, beim Training haben wir meist die Kamera an, dann eierst du mir zu hier rum. Also man muss halt gucken, wie du ohne Kamera auch trainierst. Ne? Dann wirklich fokussen, dass ich denke, sonst bist du ja fit. Du hast mal eben den Tough Mudder gelaufen. Bist du trotzdem nicht fit? Es waren nur 19,5 Kilometer. Leute, jetzt mal ohne Scheiß. 19 Kilometer. Ich robb da nicht einfach mal eben schnell. Das hättest du auch hingekriegt. Ja, in 10 Stunden vielleicht. Und dann hätte ich ja nach einer Woche Pause gebraucht. Ey, ich freue mich riesig drauf. Wir haben noch so viel Zeit. Überleg mal, was wir noch an. Jetzt steht erstmal meine Diät an nachher irgendwann. In der Zeit können wir nochmal ordentlich raufpacken. Der Benny ist ja auch mit am Start. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ne? Dann kommen wir noch ein bisschen Kooperation, dass wir mal so ein bisschen auch. Super er macht ja einen anderen Aufbau und Benny ist ja ganz klein, eine andere Klasse einzuordnen. Ja. Gegen ihn bin ich ja mal halbes Hemd, ein kleiner Pumuckl. Ne, wir halten euch hier auf dem Laufenden und so. Auf jeden Fall. Guck mal beim Benny auch bei Smart Gains auf dem Kanal. Genau, bei Smart Gains mal reinschauen. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt auch für den Zuschauer mal interessant, weil wir wollen das hier so ein bisschen dokumentieren tatsächlich. Ne? Johannes ein bisschen als Mentor, dass er auch
mit seinem Erfahrungswert mal reinbringt, wie das dann ausgeht. Vor allem, wenn es danach in die entscheidende Phase, die Diät geht, da stehe ich bis jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Ich freue mich riesig aufs Endprodukt, Leute. Ihr müsst das auf jeden Fall angucken. Wir haben noch ewig Zeit, wir haben noch... Was sieht das? Ich meine, das ist ja fast noch ein Jahr. Es ist ja noch... Das ist die Frühjahrssaison, also da geht einiges auf jeden Fall. Na gut, wir sind dran und ich hoffe, ihr bleibt auch dran. Tschüss. Yeah.